je mehr allgemeine Lebensumstände mich mit KI in Berührung finden, die mir helfen, desto eher werde ich auch bereit sein, diese Erfahrung mit KI in dem Thema Bewerbungsprozess und Recruiting einzusetzen. Science heißt die Reihe des Bundesverband der Personalmanagerinnen. Wir sind in Deutschland unterwegs und besuchen Kolleginnen und Kollegen, die in unserer HR-Community etwas Besonderes geleistet haben, uns geprägt haben. Heute sind wir zu Besuch in Wiesbaden an der Rhein-Main-Hochschule und besuchen unseren Kollegen Wolfgang Jäger. Zuerst wollen wir mal nach hinten schauen, wollen gucken, wie wird man denn Professor irgendwann an der Rhein-Main-Hochschule? Ja. Ich glaube, der Weg ging irgendwann im Norden los, richtig? Ja, also der ging erst im Ruhrgebiet los, weil ich dann schon falsch. Also ein Kind des Ruhrgebiets bin und bin in Mühlheim an der Ruhr aufgewachsen. Habe dann in Essen am Ende des Weges zu Ende studiert. Und da gibt es dann gleich schon die ersten Berührungen zu dem HR-Thema. Ich weiß nicht, vielleicht einige werden den Professor Rolf Wunderer noch kennen, der lange Zeit in St. Gallen dann gelehrt hat, aber der war damals in Essen. Und so ein bisschen war das auch so der Einstieg, der meine Begeisterung für dieses HR-Thema geweckt hat. Also nach der Promotion ging es dann eigentlich weiter. Ich bin dann gewechselt zum Otto-Konzern, zunächst in der Funktion als Leiter Personalentwicklung und Organisationsentwicklung, wie das damals hieß, habe das 3 Jahre gemacht als Abteilungsleiter und bin dann als Bereichsleiter weiterentwickelt worden in den Bereich Marketing und Werbung und hatte dann eigentlich eine wunderbare Zeit, die sich mit der Frage der Vermarktung der damaligen Otto-Kataloge eigentlich beschäftigt hat, mit der ganzen Medienproduktion. Und das war sicherlich auch einer der Ausgangspunkte, dass ich später nochmal, da komme ich gleich drauf, dann einfach eine Affinität hier zu einem solchen Studiengang gefunden hatte. Und bin dann 1991 mit der Familie oder mit der entstehenden weiteren Familie nach Königstein oder nach Frankfurt gezogen und habe da diese HFW, also die Hochschule für Bankwirtschaft, aufgebaut, bis zur staatlichen Anerkennung, weil es eine private Hochschule gebracht, und bin im Rahmen des Anerkennungsverfahrens wiederum mit dem Ministerium in Kontakt gekommen. Die gingen mir, Herr Jäger, Sie haben ja damals da so eine schöne Hochschule für die Banken aufgebaut. Wir suchen jetzt jemanden noch, der einen neuen Studiengang aufbaut in Wiesbaden, Media Management. Und Sie haben doch auch noch so eine Erfahrung aus Ihrer Vergangenheit mit dem Media- und Werbungsbereich. Ist das nicht was für Sie? Und dann bin ich 95 hierher gewechselt. Und das rundet dann die Sache eigentlich ab, weil die Faszination Werbung, Marketing, Medien, die hat mich wieder gereizt. Was ist denn die Fehleinschätzung, die Sie am häufigsten bei Praktikern erleben? Angst vor Veränderung. Und ich habe mal auch für ein Interview oder für einen Beitrag damals für das SAP-Magazin mal reingeschrieben, dass IT der größte Hebel ist für Organisationsveränderung. Weil Sie haben IT-Projekte auch in HR und im Grunde genommen werden die ja initiiert, dass sich irgendetwas verbessert sollte. Also entweder wollen wir Geld sparen, die Prozesse sollen schneller werden, der Service soll besser werden. Also da stehen ja durchaus, sagen wir mal, im weitesten Sinne betriebswirtschaftliche Ziele dahinter. So, jetzt kommen Sie hin und müssen aber die Prozesse in dem Einzelnen durchdeklinieren. Und im Grunde genommen sollen die Prozesse ja schneller werden, die sollen einfacher werden, die sollen vor allem neu sein. Nicht mehr die alten Prozesse, sondern die neuen Prozesse. Und an diesem Punkt haben Sie die Praktiker, die im Grunde genommen immer noch an ihrem alten Prozess hängen und mit aller Macht versuchen, den neuen IT-Prozess am besten so zu drehen, dass er dem alten Prozess entspricht und nicht der Innovation des Neuen. Frage von mir. Welche Erfahrung hat Sie in Ihrer bisherigen Karriere am meisten geprägt? Also mit der Hochschule, wie gesagt, die interdisziplinäre hier. Also diese fantastische Zusammenarbeit mit den Kollegen.
Und das sieht man ja auch an den Büchern, die wir gemacht haben. Das sind ja nicht nur die HR-Kollegen, also auch die Studie mit der Frau Wickel-Kirsch oder die anderen Bücher, Digital HR und Leadership mit dem Thorsten Petri, sondern eben halt auch andere Beiträge, auch die Forschungsprojekte mit dem Stefan Böhm zu KI, da kommen wir ja später noch dazu. Also Interdisziplinität auf jeden Fall. Ich habe ja auch noch einen Teilbereich gemacht, der vielleicht für die HR-Community weniger sichtbar war. Ich habe ja auch noch relativ viel gemacht in dem Thema Unternehmenskommunikation. Da habe ich mich mit dem Kollegen Rohlke aus Mainz zusammengetan, der mittlerweile auch im Ruhestand ist. Wir haben da was gemacht zum Thema Personalkommunikation, also auch mehr PR für HR, um das Image der Personalorganisation ein bisschen zu heben. Also das hat mich sehr geprägt, also die Zusammenarbeit, Interdisziplinarität mit den Kollegen. Welche Eigenschaft hat Ihnen am meisten auf Ihrem beruflichen Werdegang geholfen? Neugierde, Lernbereitschaft und Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ja jetzt... An den Themen. An den Themen. Okay. Also jetzt nicht den Klimaaspekt, sondern ich sage mal, an den Themen dran zu bleiben und nicht die Themen so als eine kurzfristige Modeentscheidung mitzunehmen und dann springe ich sofort wieder auf das nächste Thema, sondern einfach da braucht man Kontinuität, um die Dinge weiterzuentwickeln. In dem Gespräch wollen wir auch immer ein bisschen Abwechslung reinbringen. Eines ist, dass wir sagen, entweder oder. Und Sie dürfen uns sagen, wie Sie sich entscheiden. Ja. Active Sourcing oder den Headhunter? Headhunter. Begründung, ich habe viele Recruiter erlebt in den letzten 10 Jahren, die sich mit dem Thema Active Sourcing versucht haben. Nach meiner Beobachtung haben sie nie den gleichen Professionalisierungsgrad erreicht, den die Headhunter haben. Deshalb eindeutig Headhunter. Chatbots oder persönlicher Kontakt? Jetzt wird es natürlich schwierig für mich, weil das Forschungsprojekt KI ging ja auf Chatbots oder persönlicher Kontakt. Beides. Für die Erstinformationen kann das gut ausgehen mit dem Chatbot, weil den erreiche ich auch außerhalb der typisch normalerweise Bürozeiten, wo man den persönlichen Kontakt pflegen kann. Aber an einem bestimmten Punkt, so wie wir jetzt auch hier zusammensitzen, geht nichts über die Interaktion in einem persönlichen Kontakt. Was ist Ihnen lieber, Vorlesung oder Beratungsprojekt? Beides zu seiner Zeit. Von entweder oder kommen wir jetzt zum ersten Fokusthema, wenn das für Sie okay ist. Und da geht es um Rekrutierung, Personalmarketing. Diese beiden Begriffe haben ja doch einiges miteinander zu tun. Man müsste sie aber vielleicht auch sauber abgrenzen. Vielleicht wollen Sie dazu gleich was sagen. Auf was kommt es denn heute beim Personalmarketing, bei der Rekrutierung an? Also wir sollten vielleicht doch erstmal die Abgrenzung machen. Wenn ich schaue... Früher hießen die Veranstaltungen Personalmarketing im Internet, dann wurde es später E-Recruiting. Und ich glaube, heute hilft insofern die Begrifflichkeit noch mal ein bisschen zu unterscheiden. Also für mich war das immer einfach, weil ich habe gesagt, Marketing heißt Nachfrage schaffen. Also mit welchen Instrumenten gelingt es mir, potenzielle Interessenten dafür zu begeistern, mein Jobangebot, was ich als Unternehmen anzubieten habe, nachzufragen. Also dieses Marketing-Thema, Nachfrage schaffen. Recruiting ist dann das andere Thema, das ist so wieder analog zum Vertrieb. Recruiting heißt Abschlüsse machen. Weil wenn jemand sich für mein Unternehmen oder für mein Jobangebot interessiert, dann fängt er sich an, irgendwann auch zu bewerben. Und ab dem Punkt, wo jemand sich bewirbt, ist er im Recruiting. Was wäre denn Ihre Empfehlung? Was sind die Erfolgsfaktoren im Recruiting? Schnelligkeit. Convenience für Bewerber. Transparenz. Und vor allen Dingen ein Verständnis seitens der Fachbereiche oder der Führungskräfte, dass man sich heutzutage beeilen muss. Den zweiten Punkt, den Sie genannt hatten, war Transparenz. Was kann man darunter verstehen? Wie sind die Auswahlverfahren? Mhm. Was sind die Entscheidungsgründe?
Ist es das Interview? Ist es ein Test? Wenn ein Test, ein Persönlichkeitstest, ist es ein Assessment Center? Worauf wird Wert gelegt? Was sind denn eigentlich die Kriterien, die ein Unternehmen an sogenannter extrafunktionaler Qualifikation von einem Bewerber erwartet? Auch von der Persönlichkeit, auch von seinem Wertegerüst, unabhängig, ob ich eine Sachbearbeiterposition oder eine Führungsposition ausschreibe. Wie bringt man als Unternehmen Betriebsklima rüber, über Medien oder andere Kanäle? Über Helden und Heldinnen. Also ich bin ein großer Freund davon, dass man Menschen zu Wort kommen lässt, auch auf den Karriereseiten. Was erwarten Kandidaten aus Ihrer Sicht noch im Rekrutierungsprozess? Schnelligkeit, Transparenz, eine faire Behandlung während des Prozesses und die Gelegenheit, die zukünftigen Kollegen und die zukünftigen Chefs oder Chefinnen, lassen wir das jetzt nochmal mit den ganzen Themen, die kennenzulernen. Ich würde mit Ihnen ganz gerne über Mitarbeiterbindung mal sprechen. Ja. Diese interne Seite des Personalmarketings, wenn man heute sich so umschaut, liest man teilweise, Retention ist das neue Recruiting. Da muss ich ehrlich sagen, ist das eine neue Erkenntnis oder hätten wir das eigentlich schon vor 30 Jahren wissen können? Also ich glaube, ich habe vor 30 Jahren schon mal geschrieben, wenn es nicht noch länger her ist, der beste Mitarbeiter ist nicht der, von dem man träumt, sondern der, den man hat. Ich stimme der These zu, Retention ist das neue Recruiting. Oder nicht das neue, das alte Recruiting. Jetzt habe ich es geschafft, Bekanntheit ein wenig zu erlangen. Ja. Und die Menschen oder die Bewerbenden, die Interessierenden, schauen auf meine Karriereseite. Was ist Ihre Empfehlung, sollte auf der Karriereseite auf jeden Fall drauf sein? Vielleicht auch, was sollte auf keinen Fall drauf sein? Dieser Studiengang hat sich ja mit diesem Thema Internet und Personalmarketing eben seit 1995 beschäftigt. Und das Internet im Personalmarketing war so ab 2000 überhaupt ein bisschen sichtbar. Also da hatten die ersten Unternehmen wirklich schon mal sowas ansatzweise, was wir heute eine Karriereseite haben. Das war für uns anders, eine Studie durchzunehmen, indem wir Karriereseiten analysiert und bewertet haben. Aber die Grundidee, was eine gute Karriereseite eigentlich haben muss, was wir immer beobachtet haben, ist 50% Information über den Arbeitgeber und über das Unternehmen und über die Möglichkeiten. Nicht nur textuell, nicht nur bildlich, sondern natürlich mittlerweile auch je nach Größe des Unternehmens gerne mit Bewegtbild. Und die andere Hälfte ist Interaktion. Also wie kann ich, wenn ich schon mal auf der Seite bin, wie kann ich mich informieren? Ich brauche also einen Stellenmarkt. Und die größeren Unternehmen, die zum Beispiel ein Bewerbermanagementsystem dahinter geklinkt haben, müssen die Möglichkeit haben, dass ich mich direkt von der Karriereseite aus dann auch eigentlich weiter bewerben kann. Also den Prozess, diese Convenience, die ich eigentlich habe. Also die Funktionalität ist das eine, die Information ist das andere. Jetzt haben Sie mir natürlich einige rote Fäden oder rote Teppiche aufgerollt. Ich hacke gleich an einer Stelle rein. Jetzt haben Sie schon 2018 zu KI geforscht, beziehungsweise erste Erkenntnisse. Dann ist ja ChatGPT gar nicht ganz neu. Wie würden Sie es einordnen? Ich sag mal, die ersten Elemente oder die ersten Spurenelemente von KI, die haben wir ja alle schon mehr oder weniger erlebt, wenn wir über unsere Navigationssysteme ein bisschen geguckt haben, wenn wir Alexa hatten, wenn wir das hatten drin, da war ja alles schon, ich sag mal, wurde ja schon mit Algorithmen eigentlich gearbeitet, eben noch nicht so richtig künstlich intelligent, aber doch schon in irgendeiner Form von Intelligenz, wenn man das mal so sehen will. Und der nächste Schritt war ja eigentlich dann zu sagen, wie entsteht eigentlich
künstliche Intelligenz. Das ist gar nicht neu. Also ich habe das hier gelernt, auch von den Kollegen, die sich da von den inhaltlichen Seiten oder der technischen Seite beschäftigt haben. Das ist schon 50 Jahre alt, als die ersten Entwicklungslinien da kamen. Nur jetzt, im Grunde genommen auch mit der Möglichkeit der erhöhten Rechenkapazitäten, war es dann hier möglich, riesige Datenmengen zu verarbeiten, was letztendlich die Grundlage ist, wenn wir sie neuronale Netze haben. Nur was jetzt die IT eigentlich kann, ist, diese Informationen, sei es sie in Form von Texten, sei es sie in Form von Sprachen, sei es sie in Form von Bildern, so zu verknüpfen, dass im Grunde genommen bestimmte Fragestellungen neu beantwortet werden oder ergänzt beantwortet werden. Es wird angereichert. Dann würden Sie sagen, KI schafft Effizienzen und mir mehr Beinfreiheit, um Mehrwerte zu generieren? Ja, man kann es auch noch einfacher ausdrücken. Also in der Personalorganisation ermöglichen mir die KI-Ansätze, dass ich besser werde. Vielen Dank, dass Sie da sein durften in Wiesbaden. Ich kannte Sie als begeisternden Kollegen, der für Themen wirklich brannte. Ich hoffe, das kam rüber und wir können das all denen, die den Podcast und das Video sich anschauen oder anhören werden, dann auch so rüberbringen. Danke, dass wir da sein durften. Gerne. Auch im Namen des BPM. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Jäger. Prima. Habe ich gerne gemacht. Dankeschön.